Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und ich habe ein bisschen was zu erzählen, denn der letzte Part ist ein bisschen schief gelaufen, um es jetzt mal ganz milde auszudrücken, denn nachdem ich die Aufnahme beendet hatte, ist ein PC abgestürzt und das heißt, ich konnte nicht mal speichern das Spiel, musste ich einfach nochmal komplett neu spielen. Deswegen sind ein paar Sachen ein bisschen anders. Zum Beispiel sind die Kleinkinder, haben jetzt alle Level 3, das heißt, die können gealtert werden. Ja, ich musste sogar zweimal neu spielen, weil das erste Mal hat es mich dann, als ich zum Krankenhaus wollte, weil die Kinder ja am Ende geboren wurden. Also als ich dahin wollte, dann hat es mich immer auf die Weltenverwalten-Karte geschickt und dann, keine Ahnung, ging gar nichts mehr und dann musste ich das nochmal komplett neu machen und es war auf jeden Fall definitiv ein Krampf. Ich sehe heute ein bisschen nicht so toll aus, weil mein Tag war sehr, sehr anstrengend. Ich nehme das gerade am 6.12. auf und das Video kommt am 7.12. Das heißt, ich werde mich schon wieder sehr, sehr abrackern müssen, damit dieses Video rechtzeitig online kommt. Ich hoffe einfach, dass ich in den Weihnachtsferien ein bisschen was vorproduzieren kann, damit ich diesen Stress ein bisschen umgehen kann. Denn ich habe Klausurstress und deswegen ist das halt gerade alles einfach nicht so einfach wie noch vor ein paar Wochen, wo ich dann einfach gesagt habe, ja, dann mache ich es halt am Tag vorher fertig, kein Problem. Jetzt denke ich mir so, oh mein Gott, wie soll ich das irgendwie machen? Hilfe! Wir beginnen jetzt ins Spiel. Hier, das gute Girl ist gerade wach geworden. Und die beiden Kids, die sind ja beide Level 3. Deswegen können die ja einfach schon mal gealtert werden. Wenn wir noch einen Kuchen da haben, was wir aber nicht haben. Hat jemand von euch die Kochfähigkeit eventuell schon erworben? Ich glaube nicht. Das ist gut. Dann müssen wir vielleicht Melody einfach mal wecken, auch wenn sie noch nicht fertig ist. Die Babys altern wir am Dienstag. Es gibt eine weiße Torte. Obwohl, wir können sie auch ausschlafen lassen und dann altern wir die Kinder einfach. Ich habe heute übrigens auch keine Lust auf Kopfhörer, deswegen trage ich keine. Wollte ihn sowieso Hausaufgaben machen lassen und er hat einfach von sich aus gesagt, okay, ich mache Hausaufgaben. Best Boy, Alter. Sie schrubbt die Wanne. Alter, ich bin so stolz auf dich. So. Sie ist aufgestanden und jetzt gibt es den Kuchen und dann können die kleinen Kinder auch gealtert werden. Gute Sache auf jeden Fall. Warum hat sie denn jetzt die Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht? Okay. Reparier du nur, kein Problem. So, der Kuchen ist fertig. Kerzen hinzufügen. Dann kommst du erstmal und dann helfen Kerzen auszublasen für Leo. Ich wünsche dir einen schönen Geburtstag. Erstmal Kerzen wieder drauf, denn das andere Kind muss ja auch noch gealtert werden hier. Oh! Hä, warum steht das jetzt erst da? Weil ich meine, das hat... Oh, mein Wecker. Das hat es doch vorher eigentlich auch... Das haben die doch eigentlich alle geschafft, immer vorher. Warum wird das jetzt erst da angezeigt? Und sie darf dann auch aufstehen und dann helfen Kerzen auszublasen für Rachel. Und dann geht's ja auch schon in den Creative Sim wieder. Oh mein Gott, ich freue mich. So, oh mein Gott, sie hat rosa Haare. Kannst du bitte noch Geburtstagskerzen hinzufügen? Das ist sehr, sehr wichtig. Nein, hör auf, mit denen zu reden. Nein, bitte nicht. Nimm nicht den Kuchen. Nein, ich hasse dich. Jetzt schon. Kümmere dich bitte ums Kind. Warte, ich möchte den Lashes geben. Das möchte ich. Deswegen muss der Cast.FullEdit-Mode an sein. Wir sind wieder an dem Punkt angelangt, wo alle einfach nur noch dancen. Wow. Ach so, übrigens, die ganzen Urkunden waren eigentlich weg, die sie hier im Inventar hatte. Die ganzen Inventare wurden nämlich auch gelöscht, weil dadurch, dass hier irgendwas hier abgeschmiert ist, keine Ahnung. Es war alles komplett kaputt und jetzt sind auch die Hausaufgaben weg und ich kann keine Hausaufgaben machen. Zumindest von den beiden, von ihm. Da ist es noch da. Das stresst mich nur minimal. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich die Urkunden jetzt nochmal ercheatet habe, weil die jetzt ja nicht da waren. Und ich musste 30 Mal das platzieren mit diesem Enable bla Show Live Hidden Objects Dingsy. Und ja, gut, ne? Die beiden sind schon Level 3 in ihren Fähigkeiten, das ist gut. Denn dann können die schneller
in ihrer Schule aufsteigen. Sie hat Forsch- und Debattierenfähigkeit erhalten. Was tut sie? Debattieren üben. Oh, wow. Wow. Das scheint echt schnell zu leveln, weil sie schon Level 2 ist, hä? Seht euch das an. Ich hasse dieses Spiel manchmal, ne? Ich hasse Geister vor allem. Ich denke, ich nehme heute auch nicht so viel auf wie sonst. Zumindest so ein paar Minuten weniger. Ich glaube, sonst packe ich das alles nicht. So, lernt alle wieder fleißig. Like always. Hör auf, ich will keine Stipendien. Post und Rechnung. Oh, ich stinke. Toll. Verdorbenes Essen, nochmal 1000 Sachen reparieren. Weißt du, es wird hier nie langweilig. Ihr Leben hätte ich auch nicht so gerne, ehrlich gesagt. Money. Nice. Hier so viel zu tun die ganze Zeit. Alter, die Kinder so schreien die ganze Zeit nur so rum. Ich denke mir so, funktioniert leider nicht anders. Sorry, das repariert sich nicht von alleine, du. Schulprojekte. Und jetzt machen alle ihre ganzen Projekte, damit sie besser in der Schule werden. Denn es wird Zeit, dass mehr Kinder ausziehen, damit wir mehr mit Kindern hinterherkommen. Melody zeichnet einfach. Sieht doch schon ganz cool aus. 363, yeah. Das erste Projekt ist schon fertig. Das zweite direkt danach. Sieht auch gar keinen Spaß mehr. Ich kann es nachvollziehen auf jeden Fall. Die Kids sind jetzt beide wach. Und es ist Dienstag, deswegen werden die jetzt endlich gleich gealtert. Jetzt muss ich gucken, könnte es sein, dass irgendwer Einser-Schüler wird? Ja, es ist sehr wahrscheinlich bei ihm. Deswegen würde er dann ja mit in den Creative-Sim gehen am besten. Also sonst müssten wir das wieder einzeln machen und das wäre ein bisschen dumm. So, fleißig lernen, meine Lieben. Oh, morgen ist Winterfest. Das ist tatsächlich sehr, sehr passend, weil wir ja gerade Dezember haben. So, und jetzt drücken wir älter werden und älter werden. Yay! Und Tatjana ist engelsgleich. Oh, sieht sie süß aus. Und du? Du wirst wild. Oh, du siehst auch süß aus. Geld. Wir brauchen es. Und jetzt teleportiere ich die erstmal aus dem Raum. Weil sonst kommen die ja nicht raus, weil ich das ja abgeschlossen habe. So. Und du kannst mit den Puppen spielen die ganze Zeit. Und du kannst brabbeln. So, Level 3 der Kommunikationsfähigkeit hat sie schon. Dann kann sie auch mit ihrer Schwester spielen. Yeah, Kyle ist wirklich Einser-Schüler. Das ist schön. Ah ja, wir müssen ja einen neuen Kuchen backen. Ew. Das muss sie definitiv säubern. So, und jetzt Glasur probieren. Du bist ein Genießer. Wie siehst du aus? Oder will Meisterkoch werden? Also, ich meine, meinetwegen soll er das tragen. Also, zumindest seine Frisur. Das, lass ich ja immer die Sims entscheiden. Aber sonst, gut. Kann machen, muss man aber nicht. Und jetzt geht's in den Creative Sim. Damit sind wir jetzt am Limit schon wieder angekommen. Auch wenn es jetzt vielleicht früher zu Ende ist und eventuell die Folge auch ein bisschen kürzer ist. Das weiß ich ja immer nicht so, wenn ich das aufnehme, weil ich denke immer, boah, ich rede so viel, die Folge wird bestimmt 20 Minuten lang. Dann bleibt die trotzdem aber genauso lang wie sonst auch immer. Genauso wie letztens, als ich mal kürzer gemacht habe, war es trotzdem sogar länger, glaube ich, als normale Folgen. Deswegen war ich so, manchmal rede ich mehr, manchmal weniger. Und das ist halt immer so das Ding, wenn ich jetzt in diesen, wo ich halt eine Viertelstunde weniger aufgenommen habe, trotzdem deutlich mehr geredet habe, dann komme ich wahrscheinlich trotzdem auf dieselbe Zeit. Deswegen, ja, wir werden das letztendlich sehen. Ist ja auch egal, weil wir haben auf jeden Fall Progress gehabt, weil es sind ein paar Kinder umgestylt worden. Das heißt, sie sind gealtert. Das ist gut. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!